Den herzlichen Empfang im großen Saal des Landhauses in Innsbruck gab es für die Tiroler Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Paralympics 2014 in Sochi am 17. März 2014. Landeshauptmann Günter Platter, Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler und Landeshauptmann-Stellvertreterin Ingrid Philippe freuten sich gemeinsam mit Claudia Lösch, Martin Falch, Andreas Kapfinger, Michael Kurz und Roman Rabel sowie deren Familienangehörigen über den gelungenen Olympiaeinsatz. Ja, ich bin stolz darüber, dass wir sie empfangen haben dürfen, die Paralympics, die Athletinnen und Athleten von Tirol, die ja großartige Leistungen erbracht haben. 5 Athletinnen und Athleten von Tirol waren dabei. Und wir haben ja im Film dann gesehen, was die alles geleistet haben. Und es ist einfach sensationell. Man darf eines nicht vergessen, es ist bei allen ein Schicksalsschlag damit verbunden gewesen. Alle haben irgendwo einen Unfall gehabt und haben dann wirklich die Energie wieder zusammengebracht, dass sie sich aufgerafft haben. Sie haben trainiert, haben nicht aufgegeben und bringen solche Leistungen, das ist schon etwas ganz Besonderes. Da habe ich einen großen Respekt und deshalb sind das diese Athletinnen und Athleten mit dieser Behinderung, die sie haben, durch den Unfall, sind sie wirklich große Vorbilder. Ja, ich kenne sehr viele der Lebensgeschichten dieser Sportler, weil mir sehr viele auch persönlich bekannt sind und auch diesen Schilderungen weiß ich, wie wichtig der Sport sozusagen als Klammer ist, dass man sich auch unter diesen schwierigen Umständen auch weiterentwickeln kann, dass das der Sport sozusagen ein Ansporn ist, dass man sich wieder aufrafft und hier in vielen Dingen wieder teilnehmen kann. Und die Leistungen, die da gebracht werden im Sport, sehen wir, dass man das durchaus dann in anderen Bereichen auch machen kann. Und das, glaube ich, ist ein wichtiges Vorbild auch für jene, die nicht die Möglichkeiten haben, im Behindertenbereich im Sport zu betätigen. Insgesamt 5 Olympiamedaillen konnten die Tirolerinnen und Tiroler nach Hause nehmen. Als Dankeschön des Landes Tirol bekamen die 5 Paralympics-Athleten vom Landeshauptmann jeweils eine Philharmonikermünze überreicht. Mit seinen fast 47 Jahren war Martin Falch, der ja als Triathlet bereits Weltmeister geworden ist, nicht nur einer der ältesten Teilnehmer, sondern erreichte auch Platz 11 im Riesentorlauf und Platz 13 im Slalom. Was gibt es jetzt noch für Ihre Ziele für den Martin? Ja, Ziele. Ich meine, ich habe eigentlich ziemlich viel erreicht und mein Ziel ist einfach gesund bleiben. Das ist das Allerwichtigste und weiterhin Sport betreiben. Du mal schauen, dass wieder Sommer ist. Ich habe zwar ein bisschen ein Problem in der Schulter, aber ich schaue, dass ich es in den Griff kriege. Sollte es so sein, möchte ich im Sommer halt wieder im Triathlon voll aktiv sein. Ja, viel mache ich nicht, aber im Sommer bin ich gerne dabei. Nimmt er mich ja immer mit, wenn es geht, wenn es Schule ist und alles geht. Und macht viel Spaß alles und ja, gefällt es mir super. Mitte 30 und immer noch voll aktiv ist Andreas Kapfinger. Er erreichte Platz 12 im Slalom. Ja, ich bin einfach sehr stolz, dass ich da überhaupt runtergekommen bin. Also ich bin in meiner Klasse der Einzige, der was jeden Hang bezwungen hat. Und es war einfach brutal. Aber wenn man da am Start steht und man schaut da runter, dann denkt man sich, ob sich das schon ausgeht beim ersten Tor. Und man kommt dann wirklich ins Ziel, es ist schon der Knaller dann. Es waren wirklich viele Leute und man hat sich schon am Start schreien und jubeln gehört. Und ja, das war einfach ein Wahnsinn. Und abgesehen davon, immer dabei sein ist alles, ist, muss einmal ein Südafrikaner gesagt haben, der was nie eine Chance auf eine Medaille hat. Ich bin da schon als Anwärter hingefahren, aber es ist halt keine Medaille geworden. Und man, das ist halt einfach Sport, mit dem muss man leben. Also ich finde es schon cool, dass er so gut fährt, aber es, eigentlich geht es auch. Also ich mag ihn so eigentlich am liebsten ohne seine Skikarriere oder was er da hat. Einen ausgefüllten Terminplan hatte Michael Kurz. Er nahm an allen nordischen Bewerben teil und erreichte im Biathlon den 12. Platz über 7,5 Kilometer, den 15. über 12,5 Kilometer und den 16. Rang über 15 Kilometer. Im Langlauf lief er zu Platz 10 über 20 Kilometer auf Platz 13 über 10 Kilometer Distanz und wurde im Sprint über 1 Kilometer 20. Wenn man dann so viele Bewerbe macht, wie du gemacht hast, das geht dann aber schon ordentlich an die Substanz, oder? Ja, freilich, aber im Gegenteil, ich habe die ganzen Rennen als Aufbau für meinen Hauptbewerb genommen und ich habe kontinuierlich mich steigern können und der Plan ist gut aufgegangen. Die Waldtirolerin Claudia Lösch, die im Olympiazentrum in Innsbruck trainiert, schied zwar in der Abfahrt und in der Superkombi aus, dennoch erreichte sie im Super-G und Riesentorlauf Silber und im Slalom Platz 5. Sicher ist es ausgezeichnet, vor allem wenn man sich anschaut, wie die Spiele gelaufen sind, weil ich bin gleich im ersten Bewerb in der Abfahrt
mit knappen 100er ins Netz abgebogen und da muss ich eigentlich froh sein, dass ich überhaupt die anderen Bewerbe noch bestreiten konnte danach. Und dann bin ich in der Superkombi noch einmal hergeflogen. Also es war schon alles in allem sicher so ziemlich das schwierigste Großereignis meiner Karriere und trotzdem mit 2 Medaillen nach Hause zu fahren ist schon eine ziemlich coole Sache. Der Unterländer Roman Rabl kam mit nicht weniger als 3 Bronzemedaillen in der Superkombi, Slalom und im Riesentorlauf nach Hause. Weiters erreichte er Platz 4 in der Abfahrt und schied im Super-G leider aus. Ja, auf jeden Fall. Also das haben sicher sehr viele Leute gesehen, was ich jetzt mitgekriegt habe. Die Einschaltquoten sind sehr hoch geworden überall auf der ganzen Welt. Und das motiviert natürlich extrem, oder? Man sieht, wie viele Leute dass da die Daumen heben und das ja gewaltig. Möchte noch einmal wiederholen, auf diese Athletinnen und Athleten können wir in unserer Heimat Tirol stolz sein.